alles irgendwie, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe, was ich bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, gemacht habe, das alles irgendwie zusammenzubringen, das zu einem vernünftigen Erfolg zu bringen und dann daraus die Träume mir zu ermöglichen, die ich halt habe noch so. Mhm. Ne? Weil ich glaube, wenn ich das schaffe und auch mit geilen Menschen das schaffe, dann ist es für mich halt viel einfacher auch, anderen Menschen zu helfen. So. Und das ist das, was mich wirklich erfüllt. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal in meinem Leben erlebt, wie ich ein Schlüssel war für andere Menschen, für anderer Menschen Erfolg. So. Und das hat mich im Herzen so krass erfüllt. So, das hat mir kein Geld gegeben, das hat mir nichts gegeben bis jetzt. So. Weißt du, dieses Gefühl, dass du irgendwo mitverantwortlich bist, dass ein anderer Mensch sein, wenn ich das ausspreche, könnte weinen, ich schwöre dir. Weil es ist so schön, dass du was auslösen kannst bei einem anderen Menschen, dass der sein Ding macht, dass der seinen Erfolg holt, dass der sich das holt, was er für sich in der Welt verdient hat. So. Weißt du, es gibt doch nichts Schöneres, es gibt nichts Geileres. Und deswegen ist es für mich auch immer so unverständlich, wie es Menschen gibt, die anderen Menschen ihren Erfolg nicht gönnen. Wie es Menschen gibt, die anderen Menschen das nicht gönnen einfach. Wie es Menschen gibt, die erfolgreich sind, aber nicht wollen, dass andere auch erfolgreich sind. So. Das kann ich so krass nicht nachvollziehen, weil wenn wir alle so denken würden, dass es eigentlich das Schönste auf der Welt ist, jemand anderen zu helfen, sein Ding zu machen. Und wenn wir uns alle so gegenseitig helfen würden, wären wir doch alle irgendwo erfolgreich und glücklich. So. Weißt ja, du? Leider glauben die Menschen daran ja nicht, weißt du? Die denken immer, es gibt nicht genug für alle oder so. Die das denken ist immer aber so Mangel. Ja, das ist mega schade. Ich finde das halt schön, dass du das so verbreitest. Oft redest du ja auch darüber, ne? Also auch in deinen Livestreams und so. Du teilst ja halt deine Meinung zu gewissen Dingen. Und ich finde, das bringt schon viel, einfach mal die Leute zum Nachdenken anzuregen. Einfach darüber zu sprechen, finde ich, ist schon ein Ding auf jeden Fall. Eine wichtige Sache. Das sehe ich auch für mich als eine Aufgabe. Weil wenn du so ein Mensch bist und deswegen pushe ich ja auch so Menschen wie dich, weil ich weiß, du siehst es genauso. Mhm. Und ich will genau diese Menschen pushen. Ich will, dass genau diese Menschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. So. Weil umso mehr Menschen davon reden, umso mehr Menschen diese Einstellung haben, diese Liebe haben und anderen Menschen helfen wollen, was mitgeben wollen, umso mehr verändern wir es halt auch, glaube ich. Dass es am Ende immer mehr Menschen gibt, die so denken und sich dann fragen, so, die vielleicht auch mal irgendwie missgünstig waren, neidisch waren und so und sich dann fragen, so, ist das überhaupt egal? Nächstes Mal versuche ich mal zu helfen. Vielleicht geht mir es dann besser. So. Und dann machen die das und dann hat man schon was bewegt. So, auf jeden Fall. Und hattest du schon auch immer die Einstellung so? Oder warst du früher auch so, dass du denkst, es gab nicht genug für alle, wenn du zurückdenkst? Hast du dich da menschlich verändert? Oder warst du schon immer ja, so? Ja, ich bin auch immer noch nicht jetzt. Ich bin kein Heiliger. So, ne? Ich bin auch immer noch teilweise, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn mein eigener Erfolg nicht so krass ist, sitze ich auch manchmal da. Es ist jetzt nicht Missgunst, aber so ein leichter Neid vielleicht. So. Mhm. Weißt du, wenn ich andere Leute sehe, die halt gerade am Abliefern sind und die ballen voll und da geht's voll ab und bei dir läuft es gerade nicht so, dann bist du auch manchmal, denkst du dir manchmal so, oh Mann, Alter, traurig so, schade ein bisschen. So. Weißt du, das muss ich auch ehrlich sagen, wir sind alle nur Menschen. Habe ich auch immer noch, weißt du? Das ist halt auch Ego, denke ich mal. Ja, ne? Ego. So. Und ich habe immer noch ein Ego und ich finde auch, man sollte das Ego nicht so verteufeln, weil das Ego hat mich auch irgendwo dahin gebracht, wo ich dann bin, so mittlerweile. Aber ich versuche halt und habe hier auch noch mehr gelernt, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Da den Fokus drauf zu legen. Ja. Wenn ich was Gutes zu sagen habe, sage ich es. Wenn ich was Positives zu tun habe, tue ich es. Wenn es negativ ist, dann halte ich meine Schnauze. Ich finde, das so. Macht doch Sinn, ganz ehrlich. Wenn das mal sich viele ein Beispiel drum nehmen würden, ja. Dann wäre die Welt einfach angenehmer. Gerade auch auf so YouTube, wo man wo es so leicht ist einfach, weißt du, mal so negative Sachen zu verbreiten, was du ja auch, wie gesagt, mitbekommen hast von den Leuten, wie schnell mal so ein Hasskommentar fällt, wie schnell mal so eine Beleidigung fällt, mal so ein scheiß Beef da angestöpselt wird. Social Media hat sehr viel auch leider negative Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt irgendwie so, weißt du, weil das diese Anonymität im Internet und dieses schnell schreiben und alles kommentieren und überall deine Meinung abgeben können, hat halt sehr viel Scheiße auch nach oben gebracht, so, ne? So viel positive Sachen, weil ich lebe mittlerweile davon, ich will, dass du davon lebst, ich habe andere Menschen, kenne andere Menschen, die davon leben, Familien werden davon ernährt, Menschen bauen sich krasse Sachen auf durch Social Media, das ist brutal, das ist sehr schön, aber es hat auch sehr viel Scheiße nach oben geholt, so, ne? Manchmal denke ich mir auch, fuck, Fernsehen wäre schon cooler. So, Fernsehen war schon geil, so, weil da konntest du nicht kommentieren. Ja, Mann. Guckst dir an, wenn du es kacke findest, sagst du das dem, der neben dir sitzt, oder rufst deinen Kollegen an, hast gesehen die Sendung, der ist voll der Bastard oder irgendwie so.
aber du schreibst das ist es halt krass. Nicht. Ich finde das halt mega krass, wo ich das gesehen habe. Und stell dir mal vor, wer würde dann wirklich vor dir sich hinstellen und dir das ins Gesicht sagen? Ja. Keiner. Kein ja. Mensch. Wenn die dich sehen würden, würden die wahrscheinlich noch denken, selbst die jetzt sagen, was ist denn das für ein Idiot oder was auch immer. Wenn die dich sehen, würden die wahrscheinlich noch ein Foto mit dir wollen. So. Ja, weil die meisten, denken, weißt du, wie ich meine? Ja, so, ich kann es auch ansatzweise krass. Verstehen, weil es ist halt auch extrem schwer, in der Öffentlichkeit auf Social Media den zu, den zu präsentieren, der du hundertprozentig bist. So. Die spüren halt auch nicht deine Energie. Und bei mir war es auch gerade hier so, auch bei vielen Ausländern, die haben immer gesagt, so, hey, du hast eine geile Energie, dein Vibe, deine Energie ist nice. So. Wenn du irgendwo kommst, irgendwie, man spürt da irgendwas. Yeah. Und das spürst du halt nicht über den Bildschirm. Das stimmt. Weißt das du? Und ich habe halt auch schon Sachen gemacht, so, die halt auch ein gewisses Bild rübergeben. Und dann gibt es, ich kann es auch nicht jedem übel nehmen. Ich weiß auch, dass die meisten Hater, auch die, die mit großer Reichweite so, ich glaube nicht, dass die mich hassen würden, wenn wir uns kennen würden. Nee, glaube ich auch nicht. Weißt du, wie ich meine? So? Ja. Weil ich bin auch einer, ich will auch eigentlich nicht hassen und ich will nicht gehasst werden. Und ich versuche auch mit jedem Menschen irgendwie wenigstens eine Gemeinsamkeit zu finden, dass man sich cool und respektvoll menschlich unterhalten kann. So. Ich bin nicht darauf aus, irgendwie Beef zu haben, Stress zu haben mit jemandem. Und ich kann das halt auch, weil ich ganz genau weiß, Bro, die meisten, ich liebe eigentlich fast alle Menschen so. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die mir erst auf den Sack gingen, aber wenn ich mit denen öfter bin, dann ich finde eine Sache, die ich bei dir geil finde. Ich finde irgendwas, was bei dir gut ist. Und darauf konzentriere ich mich dann. Deswegen bist du für mich kein Kackmensch so. Und das ist bei jedem so. Weißt du, wie ich meine? Das ist bei jedem so. Egal, ob es Cynic ist, Marvin California, diese alle, ich weiß ganz genau, wenn ich mich mit denen hinsetzen würde und reden würde, ich würde eine Sache finden, die ich bei denen cool finde, daran würde ich mich festhalten und würde sagen, guck mal, der ist in der Art cool. Alles andere soll er doch sein Ding machen, so. Weißt du? Finde ich mega gut. Das ist eine schöne Eigenschaft, die du da hast. Und ich finde auch, um auch nochmal das Beispiel von wegen, ne, wie du auf andere Leute wirkst und wie es ist, wenn man dich dann wirklich kennt. Es ist, ich muss es auch nochmal sagen, fast jede Frau, die ich kennengelernt habe, oder? Fast jede Frau, die ich kennengelernt habe, die mich vielleicht aus Social Media kannte, die hat alle, bis jetzt jede, hat zu mir gesagt, boah, ich bin brutal überrascht. So. Ich auch. Hätte ich niemals gedacht und so, weißt du, ich war so, ja. Ja, ich war voll überrascht. Und ich habe dich ja jetzt, wie gesagt, also schon gut kennengelernt. Also jetzt nicht, wir kennen uns noch nicht so lange, aber wir haben schon krasse Situationen gehabt, allein in der Wohnung und so ein Scheiß. Und ich habe dich ja gesehen in Situationen, wo eigentlich wo du wirklich abgefuckt warst, sag ich mal, und nicht so gut ging und dann auch, wo es besser war und wie auch immer. Up and downs und so. Du hast mich schon ein bisschen mitgekriegt so. Bisschen mitbekommen, gerade hier in der Situation in Mexiko und so, ist ja auch alles ganz anders, weit weg von zu Hause. Ja. Und ich muss echt sagen, ich war mega, also umso länger ich dich kenne, umso mehr mag ich dich. Also es ist echt so, am Anfang dachte ich noch, okay, der Leon, ne? Und du bist auch am Anfang, ich finde, du wirst auch immer angenehmer, wenn du jemanden kennenlernst und dich ein bisschen öffnest. Ich weiß auch, dass ich eine schwierige Persönlichkeit bin, so. Weißt du, vor allem, wenn man dich noch nicht gut kennt, weil dann wirkst du schon noch ein bisschen so, du denkst schon so, okay, das ist so ein kalter Typ, so ein bisschen. Arrogant und so eine Sachen höre ich oft. Ja, ein bisschen kalt und arrogant. Aber dann, wenn man dich so länger kennt und wirklich, du bist ja auch nicht böse, selbst wenn du mal so abgefuckt wirst, du bist gar nicht abgefuckt eigentlich.